damit. Moin, moin und hallo. Auch ohne damit, da war vielleicht ein kleiner Schnitt. Ich glaube, wir sollten... Oh, zwei Kirschbäume. Kaufe viele, das heißt, einmal da und einmal da. So, brauchen wir noch mittlerer Birnbaum. Mittlerer Birnbaum. Ja. Zack. Brauchen wir noch Pflaumen. Ja, der Typ will hier Schnaps machen. Pflaumen. Kleiner, großer Pflaumenbaum? Mittlerer Pflaumenbaum. Kleiner Pflaumenbaum? Großer Pflaumenbaum? Mittlerer? Mittlerer Pflaumenbaum. Warum? Hä? Keine Ahnung. Wie die muss sein. Einmal da und einmal da. Das heißt dann, ja, den hier, den hier, den hier, den hier und den hier. Schauen wir einmal. Also wenn es einen Upgrade-Punkt gibt, dann will ich den haben. Und schneller schaufeln wäre ganz praktisch. Boah, das Loch ist vollständig ausgegraben. Mhm. Ja. Diese Folge wird total spannend, wie ihr schon ahnt. ja, ich sollte auch nicht vergessen zu drücken. Ja. So, der ist auch. Zack. Zack. Man kann ein bisschen cheaten, würde ich sagen. Loch. Loch. So. Und letzter. Auch hier. Zack. 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 Und zack. Einsetzen, einsetzen, einsetzen. Einsetzen und einsetzen. Mit Erde bedecken. Anpinkeln. So. Mit Erde bedecken. Und anpinkeln. So. Erde bedecken. Ja, als hätten wir das nicht schon gesehen. Und anpinkeln. Noch den hier. Mit Erde bedecken. Ja. Und anpinkeln. Den hier übrigens auch mit Erde bedecken. Und draufpolern. So. Okay, mal sehen. Garten, Fortschritt. Hier, Kornelkirsche, Zierquitten, Johannisbeere. Kornelkirsche. Ich kaufe viele. Zwei. Ganz in die Ecke. Eins. Na, wo passt er? Boah. Zwei. Zierquitten. Auf viele. Drei. Eins, zwei, drei. Und dann noch drei Johannisbeeren. Ah. Oh. Nein! Johannis, nicht Johannes. Rote, weiße, schwarze. Ja, nehmen wir die schwarze. Kaufe viele. Eins, zwei und drei. So. So geht's viel schneller.
Wenn man erstmal entdeckt hat, wie man hier cheaten kann, dann geht das alles viel schneller. Oh. Einsetzen, einsetzen. Hier auch mal einsetzen. 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 Oh, den hier noch. Schaufel. Nein. Oh, war schon. Ah, oh, Schaufel nehmen. Und einsetzen, einsetzen. Haben wir jetzt alles gegraben? Ja. Mit Erde bedecken. Erde bedecken. So. Mit Erde bedecken. Wir werden dann gleich alles zusammen anpullern. Mit Erde bedecken. Ja. Super. Sehen wir auch total viel. Mit Erde bedecken. Schnarch. Also bei Hausflipper gab es noch ein bisschen mehr zu tun, würde ich sagen, bei den Missionen. Da konnte man auch Wände einreißen und so. Und aufräumen. Aber hier, ja, gut. Pflanzen, Löcher graben, zudecken. Gute Nacht, liebe Pflanze. Und dann einmal aus der Ferne alles anpinkeln. Moment. Aua. Ja, aua. Haben wir den schon angepinkelt? Den da hinten, glaube ich. Ja, alle fertig angepinkelt. Wuhu, yeah, Auftrag erledigt. 1754 gibt's dafür. Nicht schlecht, würde ich sagen. Können wir jetzt eigentlich auch bei uns mal ein bisschen was pflanzen? Ich hätte gern schöne Bäume vor dem Haus. So. Die Axt habe ich jetzt freigeschaltet. Damit könnte ich Bäume fällen. Haben wir Bäume? Ich glaube nicht, oder? Nö, wir haben gar keine Bäume. Ja, gut. Können wir damit den da wegmachen? Nö, scheinbar nicht. So, auf jeden Fall trimmen wir noch ein bisschen Rasen. Hier haben wir noch ein bisschen übrig. So, rückwärts und vorwärts. Da ist noch Unkraut. Was? Komm, hau ab. Da haben wir einen dünnen Streifen übersehen. So, da noch ein bisschen und da. Also ich würde sagen, bald sind wir auch durch. Also eine Mission mache ich noch. Dann mache ich eine Aufnahmepause, würde ich sagen. Ganz dicht am Haus ist noch krass. Ich hoffe nicht, dass im Haus noch krass ist. Das wäre dann nämlich nicht was, was ich wegtrimmen sollte, sondern eher, was der Protagonist hier wegraucht. Ein Professional Weed Whacker. Also Weed Smoker oder was? Ich weiß ja nicht, was mit dem hier nicht stimmt. Dass der sich so da mit Garten und sowas bespaßt. Vor allem, warum mache ich das eigentlich? Warum latsche ich hier so durch die Gegend? Ich könnte stattdessen auch andere Sachen machen. Wie zum Beispiel sich um eine Mission kümmern. Aber eigentlich wollte ich hier was anpflanzen. Bald haben wir den ganzen Rasen hier getrimmt. Ging ja gar nicht an, dass hier alles so lang gewuchert ist. So. Oh, wo haben wir denn Weed übersehen? Da haben wir Weed übersehen. Da? Da war was. Da, hier. Jetzt wollen wir mal gucken. Architektur, Schmucke, Zäune. Oh, cool.
kann Zäune machen. Ah, ein traditioneller Holzzaun. Hölzerner Zaunpfosten. Nee, weißes Holz. Schauen wir mal. Oh, cool. Damit können wir hier quasi unseren Garten extenden. Sodass wir... Zack. Ah ja. Passt zwar nicht ganz da dran, aber... Können wir den noch ein bisschen ranbewegen? Nö. Na toll. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen zweiten. Kommt dann hier hin. Zack. Ist ja nicht wie im Gefängnis hier dann so der... Naja. Wie dem auch sei, wir gehen einmal zur nächsten Mission. Eine mache ich noch. Mal sehen. Xaver, Markus, Sandra oder Bella. Kleiner Rasen mit Pool, Spielplatz und Barbecue. Auftrag Garten in Ordnung bringen. Ich brauche nur eine Gartenlaube zum Glück. Mal sehen. Hallo, mein Lieber. Ich bin sehr der Hoffnung, dich nicht verletzt zu haben und andererseits mit dem Geschlecht richtig gelegen zu haben. Auf der Visitenkarte war bedauerlicherweise lediglich der Firmenname angegeben, aber nicht aber Vor- oder Familienname. Ich himmle meinen kleinen, aber feinen Garten im englischen Stil geradezu an. Ich liebe meine Pflanzen und sie danken es mir auf die gleiche Weise. Hm, na ja, pflanzt so viel oder was? Es gibt nur eine einzige Sache, die in diesem, meinen Paradies nicht im idealen Zustand ist, die Laube. Wie kommt es dazu? Ich beginne schon, alles aufzuklären. Nun, ganz einfach, sie existiert nicht. Kannst du das verstehen, mein Lieber? Na, an diesem idyllischen Flecken Erde, in diesem ach so süßen Gärtchen, ist keine Gartenlaube vorhanden, die hier dermaßen hineinpasst, hineingehört, dass ich ihren Mangel nicht ertragen kann. Naturgemäß kommt es nicht in Frage, dass eine präzise Persönlichkeit meines Zuschnitts etwas Klobiges und Schweres wie einen primitiven Hammer und die eigenen Hände nimmt. Eine Dame wie ich, die etwas auf sich hält und die sich ihrer Würde bewusst ist und des Ansehens sowohl der Nachbarschaft wie auch der besseren Gesellschaft, wird freilich nicht hier durch die Gegend spucken, sondern kurz mal runterschlucken, das Risiko nicht auf sich nehmen, durch unbedachten Umgang mit einem verbogenen rostigen Nagel von Rostvergiftung dahingerafft zu werden. Ganz zu schweigen davon, dass auf dem matten Perlmutt meiner Haut Garverletzungen entstehen und in weiterer Folge mit bloßem Auge sichtbaren Harben zurückbleiben könnten. Nicht auszudenken. Deshalb eben habe ich mich mir gestattet, mich gerade an dich zu wenden, mein Lieber. Eine so starke männliche und ritterliche Gestalt wie du ist in meinem bedauerlichen gegenwärtigen Situation nicht mit Gold aufzuwiegen. Ich grüße herzlichst und inniglich Bella Rose. Und PS, wenn du wieder erwarten, doch dem weiblichen Geschlecht angehören solltest, lass es dir dreimal durch den Kopf gehen, ob du dich wirklich solch schmutziger und unrühmlicher Arbeiten annehmen willst. Junge Dame, lass dir gesagt sein, dieses Metier sollte auch für dahin eine Domäne für das starke und hornhäutige Geschlecht bleiben. Okay, gut, von dieser komischen Dame nehmen wir doch einfach mal die Mission an. Oh, im amerikanischen Garten muss komfortable Möbel sein. Ja, wer hätte es gedacht? So, dann gucken wir mal. Der ist ja ordentlich zu. Vor allen Dingen, wir können nicht in die Häuser rein, fällt mir auf. Mal sehen, hier vorne ist alles in Ordnung. Das heißt, gucken wir mal, was hier hinten ist. Gartenlaube. Montiere runde Gartenlaube mit Kuppel und Ornamenten. Gegenstand in Position bringen. Gusseiserne Gartentisch. Mal sehen. Gartenlaube. Da. Ja, nehmen wir die. Da. Montieren. Okay. Plop. 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 Und zack. 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 Und zack. Und eine Kuppel drauf. Plop. Fertig. Jetzt Gusseisern Gartentisch. Meno. Gartentisch. Meno. Da haben wir ihn doch. Nehmen wir einfach mal den. Zack. So, und Dali. Viermal. Dali. Gartentisch, Gartenstuhl. Kaufe viele, spül mit, Prile. So. Zack, zack. Zack. Na? Ach, ich bin zu fett. Da. Und. Der guckt den über die Schulter. So. Ja, das war's eigentlich schon. Alles erfüllt.
Übrigens, nein, Moment, einmal in den Shop gehen. Was mir aufgefallen ist, ist HGTV. Und wer zum Beispiel die Sendung Fixer und Upper, falls jemand die kennt, die läuft, glaube ich, auf Six oder irgendeinem anderen Heimwerker-Frauen-Doku, wie auch immer, Kanal. Diese Sendung ist von HGTV. Und HGTV, wie ihr seht, da gibt es demnächst ein DLC. Denn besuche Sunset Bay und verliere dich in einer Renovierung von Küstengebieten zusammen mit den Guides von HGTV-Programmen. Dutzende neue Gegenstände, neue Mechaniken und noch mehr Häuser bieten beispiellose Möglichkeiten. Yep, das wird allerdings erst irgendwann im Mai oder so kommen. Dementsprechend sind wir hier einmal durch und drücken einmal Bild nach unten und auf Beenden. So, das heißt, ich habe gar nicht nachgeguckt, wie viel Geld wir kriegen, aber... Ja, ich würde sagen, das war's auch schon wieder für diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr wissen wollt, wann Videos kommen, übrigens 15 Uhr oder 15.30 Uhr, dann abonniert mich. Und wenn ihr mich abonniert habt, dann vergesst nicht, drückt die Glocke. Und wer die Glocke drückt, schreibt in die Kommentare Glocke. Einfach nur Glocke. Ich sage tschüss. Tschüss.